Schön, dass ihr wieder reinschaut bei Let's Play Fable 3 Main Quest. Was sagt ihr zu diesem Weihnachtsmannkostüm? Mit Bart und Pipapo. Ein bisschen lächerlich, gell? Aber ich tat mein Bestes. Also Leute, das ist das 50. Video, das wir hochfahren in dieser Playlist. Let's Play Fable 3. Und hierbei geht es nur darum, dass ich euch die Möglichkeit gebe, jetzt auf meinem Kanal, die Old Styrian Oak, zu voten. Ich habe hier den Moderator eingerichtet auf dem Kanal, damit ihr dann auf 5 Fragen einfach mit Daumen hoch und Daumen runter voten könnt. Die Fragen sind ganz einfach. Ihr könnt jetzt bestimmen, wie das Spiel weitergeht. Das heißt, die erste Frage ist, sollen wir diese Nebenquests, die böse sind, also wir müssen wahrscheinlich da Leute umbringen und so weiter, wollt ihr die sehen, sollen wir die machen? Das würde natürlich unser Karma belasten, aber was soll's? Wir haben wahrscheinlich genug Guthaben. Werden wir sehen, also wenn ihr wollt, dann machen wir das und ich lade es einfach hoch. Geh weg. Die will was von uns. Diese lästigen Damen. Ja, und die zweite Frage ist, ob wir schlussendlich dann auch die Gesundheitstränke limitieren, die wir haben. Das heißt, wir haben ja, weil wir genug Geld haben und weil das wie im Leben immer so ist, wer genug Geld hat, braucht keine Angst haben. Wenn man zu wenig hat, ne, dann kann man hin und wieder ja auch in Gefahr kommen. Das heißt, man kann sich nicht genug Gesundheitstränke leisten und vielleicht auch einmal mit dem Sensenmann tanzen. Das wäre vielleicht interessant, mich würde das interessieren. Also Limitierung der Gesundheitstränke auf maximal 2. Die nehmen wir dann mit auf die Quest und schauen, was passiert. Weil sonst stirbt er uns ja nie, dieser junge Prinz. Dann drittens, es gibt ja die Möglichkeit hier in diesem Spiel zu heiraten und des Öfteren zu heiraten. Also wollt ihr, dass ich heirate, dass wir jetzt diesen Prinzen heiraten lassen, dann votet einfach mit Ja. Dann die nächste Frage ist gleich, wollt ihr, dass dieser junge Prinz auch irgendwann einmal Papa wird? Ja, dann auch votet mit Ja. Und die fünfte und letzte Frage, die ich dann noch an euch habe, ist, wollt ihr überhaupt diese Schatzkarten-Videos sehen, die dann in der Playlist More Info sind? Die sind ein bisschen fad, wenn man nur von Schatz und Grabungsort zu Schatz und Grabungsort springt und ich euch zeige, wo die sind. Wenn ihr die sehen wollt, mache ich die natürlich und stelle sie hoch. Und wenn es wenig Leute interessiert, dann lassen wir das. Ist auch nicht notwendig. Aber wie gut. Also ich habe jetzt diesen Moderator die ganze Woche laufen, bis Sonntag am Abend. Ihr braucht nur, wie gesagt, auf den Kanal gehen. Beim Moderator ein bisschen rumklicken, bis ihr dann die Fragen findet. Vielleicht sind sie sogar offen, ich weiß es nicht, ich habe es auch nie ausprobiert. Einfach die Fragen abarbeiten, Daumen hoch oder Daumen runter. Und das war's dann schon. Und am Ende der Woche sehen wir, wie dann euer Spiel weitergeht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir es weiterspielen sollen. Und ja, jetzt möchte ich gleich einmal sagen, danke Leute, kommenden Donnerstag bin ich 7 Wochen am Hochladen und überaus begeistert. Das klingt vielleicht jetzt nicht so, aber mehr als begeistert von den Zuschriften und Anmerkungen und Vorschlägen, die ihr mir geschickt habt. Ich habe bis jetzt, glaube ich, an die 90 Videos hochgeladen und nicht erwartet, dass so eine große Resonanz entsteht. Und wenn ich auch für die Abos nie schriftlich danke, weil mir gesagt wurde, das soll man nicht, das ist höchstens lästig. Hier in diesem Video sage ich, Leute, danke für die Abos und ich hoffe, wir bleiben Freunde und sehen uns und hören uns immer wieder bei diesen Videos. Na gut, also unser verkleideter Prinz, der den Weihnachtsmann spielt, läuft jetzt davon. Geizig, um einen Verlobungsring zu besorgen? Ja, hin und wieder sind wir geizig, Schatzi, dann lassen wir das. Wenn ihr Spaß hattet, wenn es informativ für euch war und ihr am Laufenden bleiben wollt, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es eben nicht weiter und ich
schau jetzt, dass ich meine zukünftige Frau noch erwisch. Und verschüss mich im Schneegestöber. Euer Toso. Bis Sonntag.